Wiedersehen, Gidget. Hey, Max! Hey, Gidget! Schon Pläne für heute? Ja, ich habe unheimlich Stress heute, Gidget. Ich habe Riesenpläne. Ich werde hier sitzen und darauf warten, dass Katie wiederkommt. Oh, das klingt aufregend. Gut, da will ich nicht stören. Ich habe nämlich auch viel um die Ohren heute. Also erstmal möchte ich euch gratulieren zum Film. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Allen beiden. Und ja, bei Pets sind ja mal die Haustiere so richtig im Vordergrund. Was denn für euch beide das perfekte Haustier? Und ja, wenn ihr selber welche habt, die zählen. Ich habe, also beziehungsweise meine Freundin und ich haben zwei Widderkaninchen. Die haben wir damals als Zwergkaninchen gekauft. Mittlerweile wiegen beide über 3,5 Kilo und sind so groß. Der eine ist ganz cool, aber ich werde nicht so richtig warm mit ihnen seit 7 Jahren, nicht, weil sie immer noch versucht, mir die Hand abzubeißen, wenn ich in den Käfig greife. Ich bin halt tatsächlich mehr so der Hundemensch. Ich hab's so mit seltsamen Haustieren. Ich will später, also nicht seltsam, aber ich mag hässliche Tiere auch irgendwie gerne. Nacktmull? Ja, sowas zum Beispiel finde ich voll geil. Ich wollte immer eine Nacktkatze haben, unbedingt, aber das ist jetzt verboten worden, leider, die Zucht. Warum? Ja, weil muss halt mega Aufwand mit den Tieren und viele kriegen es halt nicht hin. Aber ich will eine französische Dogge und die nenne ich dann D'Artagnan. D'Artagnan? Großartig. Aktuell habe ich kein Haustier. Ich bin mit Hunden, Katzen, Vögeln, Fischen, Hamstern, Meerschweinchen groß geworden. Und ich finde, das perfekte Haustier ist so Hund-Katze. Also Hund und Katze. Finde ich gut. Mit dem einen Gassi und mit dem anderen Kuschel. Ich hatte auch immer Haustiere und jetzt keins. Ich hatte auch nie ein perfektes Haustier. Also die hatten immer gute Eigenschaften. Also die konnten, einige Katzen konnten so diese Türgriffe aufmachen und selbst dann so das durchgehen. Auch. Kann sie? Echt? Ja. Hm. Ja, Blümchen konnte das ziemlich gut. Jetzt habe ich eine Mimo, beziehungsweise nicht meine, das lebt beim Papa. Die ist sehr aggro. Die wechselt sehr schnell. Die will immer gestreichelt werden und schlägt dich dann. Das finde ich ungewöhnlich. Und wirklich nicht perfekt, wenn du meinst perfekt. Aber ich hatte auch mal einen Schäferhund und auch Häschen. Nee, waren alle süß. Ich war immer verliebt in die. Man findet seine eigenen ja wie bei Kindern, glaube ich, immer. Fantastisch, die haben alle hübsche Gesichter und so. Ja, sehe ich genauso. Ich Was hast du? Stolzer Hundebesitzer. Oh, absolut. Ich habe das Bild jetzt im Auto liegen lassen, ich wollte es extra zeigen. Aber was sein? Was hast du für einen? Ein Kanaanhund, das ist ein Wolfshund, ganz schöner Hund. Mein Haustier ist perfekt. Wir haben einen kleinen Jack Russell Terrier und den liebe ich über alles. Das ist so ein Familienhund. Und ich glaube, Haustiere sind wichtig. Also wir hatten als Kinder immer Haustiere und wo eigentlich darf man Kinder nicht auf Tiere loslassen, aber ich fand es toll, mit Tieren aufzuwachsen. Die können viel abfangen auch, die merken viel, die sind sensibel und irgendwie offen für Stimmungen, ja. Hier, bitteschön. Bis nachher, Chloe. Bis dann, Mel. Mach's gut, mein Bester. Also dann, Chino. Und könnt ihr euch vorstellen, wie denn wirklich so dieses Privatleben eines Haustiers ausschaut, wenn das Herrchen oder Frauchen mal außer Haus ist? Oder habt ihr da schon selber Erfahrungen mitgemacht? Das ist natürlich bei Pets echt schön dargestellt, ne? Dass das völlig ausartet. Ich glaube zum Beispiel bei uns zu Hause, die Katzen, die pennen einfach. Oder haben so ihre 5 Minuten, dann streiten die sich unfassbar und machen irgendwas kaputt und dann schlafen die wieder und essen. Und kacken. Viel mehr, glaube ich, ist da nicht los. Ist ja Haustier live. Außer du bist ein Hund, dann stehst du die ganze Zeit vor der Tür und wartest. Ja, genau. Im Film sprichst du ja das recht verplante Meerschweinchen und du die Hundebesitzerin mit dem ganz großen Herzen. Gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen Le Floyd und dem Meerschweinchen und zwischen Stefanie und der Hundebesitzerin? Ja, also bei mir schon. Ich hätte total gern Hund, habe aber keinen. Deswegen war das ganz schön für mich, so ein paar Stunden meinen Hund zu haben und mit einem imaginären Hund zu sprechen. Und ich glaube, dass also für mich war es ein bisschen einfacher, glaube ich, jetzt als noch für Flo, weil ich konnte sehr so sprechen, wie ich spreche. Ein bisschen noch vertüdelter so.
Aber es war relativ leicht. Du musstest ja echt krass die Stimme verstellen. Ja, das mit der Stimme haben wir vielleicht nicht gemeinsam, aber wir sind tatsächlich, was den Charakter angeht, uns relativ ähnlich. Wir wissen beide, also Norman und ich wissen beide oft nicht, wo wir eigentlich genau hin müssten oder wo wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt lieber sein sollten. Aber wir sind Kämpfernaturen und immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, irgendwas zu reißen. Auf euch ist Verlass. Auf jeden Fall, wenn ich denn da bin. Wenn du da bist. Also wenn ich mich ein paar Tage nicht rasiere, dann, dann vielleicht mit den Beinen irgendwie, sehe ich vielleicht auch wie Chloe. Ansonsten, was haben wir gemeinsam? Naja, ich hänge auch gerne auf dem Sofa ab und plündere ab und zum Kühlschrank. Ansonsten eher nicht so viel. Stimmt, die isst doch diese ganze Torte. Die ist total verfressen, ja. Der ist ja wirklich wahnsinnig aggressiv und traumatisiert, der Kleine. Er hasst die Menschen. Also das habe ich mit ihm wirklich nicht gemeinsam. Aber er ist auch sehr liebesbedürftig. Und ich glaube, das teilen wir. Und er hat sehr hübsche Augen. Da würde ich sagen, das teilst du jetzt. Da müsstest du jetzt einspringen. Das teilt ihr total. Ah, alles klar, danke. Das, ja, weiß ich nicht, dass, wenn du das sagst. Ja, Gidget ist sehr tapfer, sehr mutig. Die steht für ihre Ziele ein und kämpft mit allen Mitteln dafür. Und ich hoffe, dass ich diese Attribute auch an mir habe. Ich glaube, dass ich auch, wenn ich was will, da dahinter bin und einen ähnlichen Willen habe. Ich glaube aber, Gidget ist fast noch ein bisschen mutiger als ich.